Boing. Zu schnelle Kamerafahrt da oben. Halleluja. So, hallo ihr Lieben. An diesem Mittwoch zu unserem Facebook Live Mittwoch. Schön, dass die ersten von euch wieder dabei sind. Ich freue mich total, mal wieder ein bisschen mit euch zu quatschen. Und beantworte heute natürlich gerne wieder eure Fragen. Hallo Susanne, hallo Jore, hallo Jens, hallo Lukas. Schön, dass ihr am Start seid. Ich hoffe, es werden nachher noch mehr. Ja, ich weiß nicht, wie es bei euch heute ausgesehen hat, aber hier in Berlin hat es total geschneit. Ich konnte es gar nicht fassen heute Morgen, als ich rausgegangen bin. Dachte ich so, nein, es ist doch irgendwie Ende März. Wir haben fast Ostern und es schneit einfach. Es soll doch Frühling sein und es schneit hier in Berlin. Aber naja, vielleicht seid ihr verschont geblieben. Vielleicht hat bei euch die Sonne geschienen. Datet mich doch mal ab, wie euer Tag so war. Bei uns jedenfalls war heute so ein bisschen ein schizophrener Tag bei den RTL 2 News. Denn zum einen hatten wir heute einen sehr gesunden Tag. Nämlich es gab heute bei den RTL 2 News diese tollen Smoothies. Ja, mit ganz, ganz viel Gemüse und Obst drin. Und dann gab es noch einen leckeren Ingwer-Shot, genau, um wieder hier fit zu werden. Wir hatten ja eine ganz schöne Krankheitswelle hier. Das war die eine Sache. Aber man musste sich entscheiden, denn es gab auch viele Leckereien heute bei den RTL 2 News. Nämlich, ihr seht jetzt noch die Reste, Donuts und Kuchen. Es ist ein Schlachtfeld, ich sag es euch. Und ich bin heute echt so ein bisschen hin und her gesprungen. Erst Saft, dann Shot, dann Donut und Kuchen und alles durcheinander. genau, denn es gab auch zwei Geburtstage heute bei uns in der Redaktion und deswegen gab es halt auch so viel Süßkram. Naja, so ist das halt. Ich hoffe jedenfalls, euch geht's gut, ihr seid fit, die Grippewelle ist auch bei euch over und ja, ihr schaut uns heute zu, nicht nur hier, sondern auch im TV. Und sehe auch schon, es werden gerade mehr. Hallo Lilian, hallo Niklas, Pascal, Markus, schön, dass ihr dabei seid. Mikael, Daniel, schön, dass ihr alle am Start seid. Ich freue mich auf jeden Fall sehr. Und genau, es ist jetzt 19.48 Uhr. Ich muss noch ein bisschen proben hier mit der Crew, kurz einen Toncheck machen und ein, zwei Sachen aufzeichnen. Aber haut gerne schon mal Fragen raus. Vielleicht habe ich noch ein, zwei Fragen vor der Sendung zu beantworten. Ansonsten wie immer natürlich nach der Sendung. Nicht nur an mich, ihr könnt auch gerne Fragen an die Kollegen raushauen. Ich trage das dann gleich weiter. Ich bin auf jeden Fall gespannt, ob ihr diese Woche wieder so kreativ seid wie beim letzten Mal. Da habe ich sehr viele lustige Fragen bekommen. Also ihr müsst nicht immer nur den Standard fragen, ne? Ihr könnt auch total lustige, verrückte Fragen raushauen. Ich freue mich. Ja, wie das Wetter morgen wird, lieber Jure, kann ich dir jetzt gerade nicht beantworten. Ich habe selber noch nicht in den Wetterbericht reingeschaut, aber wir haben es ja gleich in der Sendung. Da seht ihr dann das Wetter, wie es dann hoffentlich bei euch morgen auch wird. Solange es keinen Schnee gibt, ist doch alles gut, oder? Pascal fragt auch, gibt es in Berlin auch Osterfeuer? Ja klar, hier in der Umgebung werden auch Osterfeuer gemacht. Ich bin allerdings über die Ostertage nicht in Berlin, sondern in Hamburg. Und da dann am Sonntag auch bei einem Osterfeuer von Freunden und freue mich total. Und da ich echt komplett frei habe an Ostern und damit halt auch Zeit mit der Family und mit Freunden verbringen kann. Vielleicht könnt ihr mir in der Zwischenzeit mal schreiben, wie ihr so Ostern verbringt, wie feiert ihr Ostern und vor allem immer noch mich interessiert, wie ist das Wetter bei euch? Wie ist das Wetter bei euch? So, ich stelle mich erstmal auf Position, bin gleich aber wieder für euch da. Jetzt bin ich bereit für die Soundflash, wenn es euch denn aufpasst. Super. Autsch. Kannst du mir, Marcel, bist du das? Ich habe gerade noch was ganz leise gehört. Ich konnte jetzt gerade nicht erahnen. Ah, du bist es. Kannst du noch mal kurz reden, dann mache ich dich doch noch ein bisschen lauter. Ah, so ist besser. Supi, danke. Mit diesen Themen melden wir uns gleich in den RTL 2 News. Das und mehr erfahrt ihr um 20 Uhr bei uns in den RTL 2 News.
Das und mehr erfahrt ihr um 20 Uhr bei uns in den RTL 2. Julia Kubowitsch. Ja. Und die RTL 2 News sagen noch einmal Hallo aus Berlin. Wir haben jetzt die wichtigsten Nachrichten des Tages für euch kurz und kompakt zusammengefasst von Julia Kubowitsch. Auf rtl2news.de findet ihr jederzeit weitere Nachrichten des Tages, aber das war es erstmal von uns. Wir melden uns dann um 20 Uhr wieder. Bis dahin. Danke. Darf ich einmal den Anfang der Sendung lesen, bitte? Die Hartz-IV-Anmoderation, bitte. Ist mir aufgefallen. Danke. Soll Hartz-IV abgeschafft werden? 18 Millionen Menschen in Deutschland haben die Sozialleistung irgendwann schon mal bezogen. Kritik gab es aber von Anfang an. Zu bürokratisch, zu wenig Geld. Entwürdige sich doch. Jetzt diskutiert die SPD ernsthaft über ein neues Modell, ein sogenanntes solidarisches Grundeinkommen. Selbst der zuständige Minister Hubertus Heil ist gesprächsbereit. Mehr dazu von David Klöbel. Super. Dankeschön. Da kann man mir erzählen, was man will, aber der sieht nach digital so aus. So. Dann komme ich doch noch ein bisschen zu euch. Ich habe noch ein bisschen Zeit. Ja, aber der geht halt nicht besonders schnell. Schauen wir mal, ob ihr schon irgendwas geschrieben habt. Ich scrolle mal ein bisschen zurück. Wo war ich denn eben stehen geblieben? Hier. Stefan fragt, hast du deine Grippe komplett überwunden? Noch ein bisschen Husten habe ich, aber das war's eigentlich. Fühl mich sonst fit, nur der sitzt so ein bisschen tiefer, aber das haben ja alle. Schon seit 3 Wochen irgendwie Husten, der nicht weggeht. Der sitzt hartnäckig, aber alles okay. Susanne fragt, was sagst du zu Martin Haas, der verstorben ist? Das ist natürlich total traurig, das war ein super Kollege. Ich habe den auch persönlich kennengelernt, weil mein Freund beim Sat.1 Frühstücksfernsehen arbeitet und das ist ein total lieber Kerl gewesen, ein toller Nachrichtensprecher, der war auch wirklich ewig beim Frühstücksfernsehen und für mich auch also das Gesicht der Sendung mitunter. Und ja, als ich die Nachricht heute Morgen gehört habe, ja, berührt das einen natürlich, macht einen sehr, sehr traurig, vor allem, weil es sehr plötzlich war. Sehr, sehr schade. Schauen wir mal weiter. Was habt ihr denn noch so, Entschuldigung, geschickt? Viele von euch schreiben, ist denn schon wieder Mittwoch? Ja, es ist tatsächlich schon wieder Mittwoch. Markus schreibt, schön, dass du wieder da bist. Ich habe dich vermisst. Vielen, vielen Dank. So. Wo sind wir denn? Was habt ihr denn noch geschrieben? Viele schreiben schönes Oberteil. Vielen Dank dafür. Das freut mich. Bianca fragt, woher ist das? Das Oberteil, das ist keine Jacke, das ist tatsächlich eine Bluse. Die hat hier einfach nur so einen Reißverschluss. Und die ist von der Marke Exzept mit K geschrieben. So, was habt ihr hier noch? Michelle schreibt, Ostern wird mit der Familie gefeiert. Das ist schön. Ostern mit der Familie, schreibt auch Susanne. Sich auch so. Ich finde Ostern, also es gibt so Feiertage wie Ostern und Weihnachten, die muss man mit der Familie verbringen. Ist auch schön, wenn man noch ein paar Freunde sieht, aber ich finde, ohne Familie ist Ostern nicht Ostern. Ich verbringe tatsächlich Ostern bei der Familie meines Freundes, weil meine eigene Familie im Urlaub ist. Die hocken alle in der Sonne, also meine Eltern, meine Schwester, mein Schwager und meine beiden Neffen, die haben sich in die Sonne verzogen. Deswegen sehe ich die dieses Jahr leider nicht an Ostern, aber wir werden bestimmt FaceTime oder Skypen. Aber ich bin dann bei der Familie von meinem Freund und freue mich total auf freie Tage. So. Oh Gott, ihr habt auch Regen. Kein Schnee, aber Regen, das ist natürlich auch blöd. Melanie schreibt, du siehst immer super aus, sehr nett angezogen. Vielen, vielen Dank, Melanie. Kevin fragt, was ist das Verrückteste, was dir bis jetzt passiert ist?
Das Verrückteste fällt mir gerade tatsächlich nicht ein, aber mir ist gerade erst gestern eine ziemlich verrückte Geschichte erzählt. Story of my life, kann ich mal gerade erzählen. Und zwar hatte ich gestern Morgen einen Arzttermin und bin halt hingefahren und hatte dann direkt vor der Praxis geparkt, stand dann auch schon mit meinem Auto da und sehe dann, oh ja, ich werde gerade unterbrochen. Ich erzähle euch die Geschichte aber nach der Sendung gerne weiter. Ich muss ganz kurz proben. Aber da bleibe ich auf jeden Fall dran. Ich pimme mir die Frage mal gerade fest, damit ich das auf jeden Fall später noch beantworten kann. Das habe ich so schön geteased. Entschuldigt, liebe Facebook-Zuschauer. Die Regie stört immer ein bisschen. Tut mir leid. Wir würden jetzt das Opening proben und wir wären bei der Steffi in 3, 2, 1. Bitte. Schluss mit Hartz IV. Die SPD denkt darüber nach. Das gibt's gleich bei uns, außerdem noch diese Themen. Schüler drehen Porno, ein Fall aus Regensburg schockt deutschlandweit, was für Folgen Sexvideos auf Smartphones haben können. Absturz aus dem All, an Ostern soll eine chinesische Raumstation auf die Erde krachen, wie gefährlich das ist. Und Kult im Kino, morgen startet die erste Realverfilmung von Jim Knopf und Lukas, dem Lokomotivführer, was uns erwartet. Wir melden uns live aus der Hauptstadt. Hallo zu den RTL 2 News. Soll Hartz IV abgeschafft werden? 18 Millionen Menschen in Deutschland haben die Sozialleistung irgendwann schon mal bezogen. Kritik gab es aber von Anfang an, zu bürokratisch, zu wenig Geld entwürdigend. Doch jetzt diskutiert die SPD ernsthaft über ein neues Modell, ein sogenanntes solidarisches Grundeinkommen. Selbst der zuständige Minister Hubertus Heil ist gesprächsbereit. Mehr dazu von David Kleben. Nicole aus Mannheim ist seit 3,5 Jahren aber. So, ich stelle mal mein Gläschen weg. Und für die Entlegen. Danke. Ach, damit ich das ab. Ich rein. Haben wir sonst noch irgendwas? Wir haben keine Off. Das Pop-up? Okay, gut, das wird schon passen. Der Chef schon rum will. Nein, ich habe mich gerade nur gefragt, ob du noch einen Platz hast oder ob du 10. Schon 10? Schluss mit Hartz IV. Die SPD denkt darüber nach. Das gibt's gleich bei uns, außerdem noch diese Themen. Schüler drehen Porno. Ein Fall aus Regensburg schockt deutschlandweit, was für Folgen Sexvideos auf Smartphones haben können. Absturz aus dem All. An Ostern soll eine chinesische Raumstation auf die Erde krachen, wie gefährlich das ist. Und Kult im Kino. Morgen startet die erste Realverfilmung von Jim Knopf und Lukas, dem Lokomotivführer, was uns erwartet. Wir melden uns live aus der Hauptstadt. Hallo zu den RTL 2 News am Mittwoch. Ja, soll Hartz IV abgeschafft werden? 18 Millionen Menschen in Deutschland haben die Sozialleistung irgendwann schon mal bezogen. Kritik gab es aber von Anfang an, zu bürokratisch, zu wenig Geld entwürdigend. Doch jetzt diskutiert die SPD ernsthaft über ein neues Modell, ein sogenanntes solidarisches Grundeinkommen. Selbst der zuständige Minister Hubertus Heil ist gesprächsbereit. Mehr dazu von David Kleben. Nicole aus Mannheim ist seit 3,5 Jahren arbeitslos. Diese Antwort auf die Personen ist gebraucht zu werden, auch wenn sie wenig dafür bekommt. Es kommt immer darauf an, wie viele Stunden es sind. Es gibt am meisten, wie der Spaß hat, rund 180 Euro. Berlins SPD-Bürgermeister.
Bürgermeister Michael Müller will das ändern. Sein Vorschlag, 150.000 gemeinnützige, richtige Jobs für Langzeitarbeitslose, bezahlt vom Staat. Es geht einfach darum, den Menschen auch mehr zu bieten. Wenn man sich einbringt, wenn man arbeitet, dann auch wirklich mehr verdienen können, schon am Mindestlohn orientiert. Das bedeutet, 1.200 Euro dann auch zu haben, plus Kindergeld, Sozialabgaben zu leisten, das ist schon ein deutlicher Schritt nach vorne. Das sehen Kritiker anders. So bedeutet Müllers System nicht das Ende von Hartz IV. Alleine schon, weil 150.000 Jobs und 860.000 Menschen kommen, die als langzeitarbeitslos gelten. Und unter denen gäbe es Menschen mit Sucht und anderen Problemen, weshalb sie auch die neuen gemeinnützigen Jobs nicht machen könnten. Außerdem, wer eine Vollzeittätigkeit aufnehmen kann, der kann auch eine Tätigkeit auf dem ersten Arbeitsmarkt finden, wenn er entsprechend qualifiziert wird. Verwechseln darf man Müllers solidarisches Grundeinkommen übrigens nicht mit dem sogenannten bedingungslosen Grundeinkommen, wie es gerade Finnland testet. Dort gibt es 560 Euro für jeden, ob arbeitslos oder nicht. Das aber geht wohl der SPD zu weit. Sexting, also sexy oder sogar pornografische Bilder verschicken, ist kein ganz neues Phänomen. Aber es nimmt laut Experten gerade unter Teenies zu. Und ein Fall aus Regensburg sorgt für besonderes Aufsehen. Dort sollen Sechst- und Siebtklässler ein pornografisches Video gedreht und verschickt haben. Und das hat sich inzwischen weit verbreitet. Jetzt ermittelt sogar die Polizei. Nina Medinger. Eigentlich sollte das pikante Video im engen Freundeskreis bleiben, doch nun haben es schon etliche Schüler an verschiedenen Regensburger Schulen gesehen. Es handelt sich um sexuelle Handlungen von durchaus durchwegs minderjährigen Kindern und der genaue Umfang ist uns noch nicht bekannt. Die Mädchen sind alle nicht älter als... Sind das jetzt nur zwei Meldungen im Deutschlandblock oder? Kinder bedeutet einerseits, nur zwei Meldungen, sind nicht strafmündig, müssen keine Strafe fürchten. Andererseits, bei dem Video handelt es sich um Kinderpornografie. Und da ist die Rechtslage klar, Herstellung, Besitz und Verbreitung sind strafbar. Wer also älter als 13 ist und das Video auf dem Handy hat oder teilt, kann belangt werden. Ähnlich ist es, wenn die Personen im Video etwas älter, zwischen 14 und 18 sind. Das Verbreiten ist strafbar, aber die dargestellte Person selbst dürfte es besitzen. Doch auch wenn Sexting rechtliche und auch soziale Konsequenzen haben kann, gehen viele das Risiko ein. Junge Menschen sind in der Pubertät nicht in der Lage, vorausschauend zu denken, weil der Gehirnlappen, der tatsächlich fürs vorausschauende Denken verantwortlich ist, entwickelt sich in der Pubertät. Also zwei, ne? Wenn man selbst also mal ungewollte oder gar illegale Sexting-Bilder bekommt, sollte man die Polizei informieren und die Aufnahmen löschen. Und jetzt noch zwei weitere Meldungen aus Deutschland von Julia Kuperwitsch. Straßenschlacht verhindert. Mindestens 80 Mitglieder verfeindeter Familien wollten am Dienstagabend in Duisburg aufeinander losgehen. Es könnten Libanesen und Kurden gehandelt haben. Einige waren bewaffnet. Mit einem Großaufgebot bekam die Polizei die Lage unter Kontrolle. Angeblich soll es bei dem Streit um die Militäroffensive der Türkei gegen die Kurden gegangen sein. Immer mehr Babys. 2016 sind in Deutschland knapp 800.000 Kinder zur Welt gekommen, 1% mehr als 2015. Laut Statistischem Bundesamt stieg die Anzahl der Neugeborenen damit das fünfte Jahr in Folge und erreichte wieder das Niveau von 1996. Im EU-Vergleich liegt Deutschland damit im Mittelfeld. Er ist Frankreichs Held, Polizist Arnaud Beltrame. Bei der Geiselnahme am vergangenen Freitag in Trepp tauschte er sein Leben gegen das einer Geisel und wurde vom islamistischen Attentäter getötet. Ein selbstloses Opfer und das, was wir seitdem über ihn erfahren haben, berührte Menschen weltweit. Heute wurde er in Paris mit einer nationalen Trauerfeier geehrt. Kathi Schuck. Es ist Frankreichs höchste Auszeichnung. Der Orden der französischen Ehrenlegion, einst von Napoleon, heute von Präsident Macron verliehen, an den Gefangenen Arnaud Beltrame. Die Entscheidung, die er fällte, war nicht, sich selbst zu opfern, sondern vielmehr seinen Werten treu zu bleiben. Sein Mut und seine militärischen Tugenden verdienen den Respekt und die Bewunderung der ganzen Nation. Er war ein mustergültiger Polizist und ausgerechnet ein Terrorismusexperte. Als Jahresbester absolviert er die Militärakademie. 2005 wird er in den Irak geschickt, auch um französische Geiseln zu befreien. Erst im Dezember organisiert Beltrame eine Antiterrorübung. Eine simulierte Attacke auf einen Supermarkt. Letzten Freitag dann der erste. Als Beltrame sich gegen eine Frau austauscht, weiß er als Experte sicherlich, wie gering seine Chancen sind. Er war immer schon so mutig und professionell als Polizist und Privatperson.
Ohne zu zögern gibt er sein Leben für einen fremden Menschen. Ich schaue seitdem anders aufs Leben. Seine Verlobte bangt in den Stunden im Krankenhaus um sein Leben. Die beiden wollten im Sommer heiraten. Ein Priester traute sie noch. Kurz darauf starb Arnaud Beltram. Und die weiteren News aus dem Ausland gibt's jetzt kurz und kompakt. Trump engagiert Disney-Star. Eine neue Personalentscheidung des US-Präsidenten ist für mächtig Gesprächsstoff. Es geht um sie, Caroline Sunshine, 22 Jahre jung und Schauspielerin. 3 Jahre lang war sie in der Disney-Serie Shake It Up zu sehen. Jetzt soll sie als Presseassistentin im Weißen Haus für Sonnenschein sorgen. Polizist mit Schutzengel. Eigentlich wollte der Sergeant einem liegengebliebenen Autofahrer im US-Bundesstaat Utah helfen, als das passiert. Obwohl der Unfall heftig aussieht, kommt der Polizist vergleichsweise glimpflich davon. Ein paar Rippen und das Handgelenk sind gebrochen. Aber noch am Unfalltag kann er der Presse selbst berichten. Irgendwann an Ostern wird dieses Ding hier vom Himmel fallen. Die Tiangong ist Chinas erste Raumstation und komplett außer Kontrolle. Zwischen Samstag und Montag früh sollen ihre Trümmer auf die Erde prallen. Nur wo genau, kann noch nicht berechnet werden. Welche Region es treffen könnte und wie gefährlich die Situation tatsächlich ist, Janis Giesel. 8,5 Tonnen schwer und so groß wie ein Kopf. Chinas Raumstation Tiangong, zu Deutsch Himmelspalast, irrt jetzt schon seit 2 Jahren ohne Funkkontakt durchs All und kommt der Erdatmosphäre immer näher. Die Raumstation wird kann doch die Promis jetzt schon kürzer machen. Die wird innerhalb von Minuten abgebremst. Und die gewaltige Energie, die da verloren geht beim Abbremsen, die wird in Hitze umgewandelt. Und diese Hitze zerstört die Station. 1,5 bis 3,5 Tonnen bleiben dann übrig. Weil der Himmelspalast so schnell ist, kann kein genauer Absturzort berechnet werden. Aktuell ist nur klar, dass es irgendwo in diesem riesigen Gebiet sein wird. Theoretisch könnte es also in New York, Rom oder auch auf Mallorca Trümmer regnen, aber keinenfalls in Deutschland. Und auch sonst mahnen Experten zur Ruhe, denn ständig komme Weltraumschrott runter ohne Katastrophe. In einem Jahr haben wir fast 100 Tonnen, die unkontrolliert wieder eintreten. Verteilt über 50 Ereignisse, also man könnte sagen jede Woche eins. Laut Experten ist die Chance, von einem Trümmerteil verletzt zu werden, ungefähr so hoch wie 2-mal in einem Jahr von einem Blitz getroffen zu werden. Also sehr unwahrscheinlich. Und zu den Promi-News, die hat Carlo Laufke dafür euch. Love Jesus statt Love Yourself? Justin Bieber plant angeblich ein Album nur mit christlichen Songs. Das schreibt die britische Zeitung Sun. Gar nicht so abwegig, denn auf Justins Body finden sich immer mehr Glaubenstattoos und er ist schon lange Mitglied der Hillsong Church. Dessen Pastor Karl Lenz hält Biebs immerhin für einen guten Christen. Na dann. Die Vorwürfe gegen Mel B's Ex Steven Belafonte sind heftig. Er soll Mel geschlagen und die Kinder eingeschüchtert haben. Der Fall ist vor Gericht. Jetzt veröffentlicht Mels Mutter einen Brief ihrer Enkelin Angel Iris. Wenn er wütend wird, ist er unheimlich. Ich möchte ihn nie wiedersehen. Belafonte sieht das anders. Er kämpft für das Berufsrecht für die 10-Jährige. Und das sind die Kinoschans. Tomb Raider rutscht runter auf die 3. Neu und auf der 2, Pacific Rim Uprising. Wow, der ist aber ziemlich groß. Und aus dem Stand an die Spitze gehoppelt Peter Hase. Wolltest du mich nicht fressen? Zeig mir deine Zähne. Was machst du? Putzigster. Wie geht's dir? Schön, dich zu sehen. Eine Insel mit 2 Bergen. Bei mir persönlich weckt das direkt Kindheitserinnerungen. Jim, Knopf und Lukas, der Lokomotivführer, sind Kult. Und jetzt kommt die erste Realverfilmung raus, die mit einem Budget von 25 Millionen Euro sogar eine der teuersten deutschen Produktionen aller Zeiten ist. Mit dabei Stars wie Henning Baum oder Annette Frier. Mehr von Max Schmiel. Wie kannst du es? Also bitte, den Namen kennt doch jeder. Sei es nur durch dieses Lied. Eine Insel, 2 Bergen und im tiefen, weiten Meer. Schauspieler in dem Raum war zwar ein ganz großer Vergleich. Da sind wir doch Star Wars einfach noch. Denn inzwischen gibt es die Geschichte nicht nur als Buch und als Puppenspiel, sondern auch als Musical und jetzt nach fast 60 Jahren erstmals als Realverfilmung. Das könnte gefährlich werden. Kein Mensch weiß, was uns da draußen erwartet. Nach der Flucht von der Insel betreten Jim und Lukas jede Menge Fantasiewelten. Und hier wird schnell klar, wo das ganze Geld steckt. Aus der riesigen, fast leeren grünen Kulisse entsteht am Computer eine bunte Welt. Das sind die berühmten Haarzähler von Mandala.
Sie zählen Bündel zu 100 Haar ab und binden sie zu Schleifchen. Auch für die Schauspieler etwas Besonderes. Der Aufwand, der da betrieben wurde, der hat mich jeden Tag fasziniert. Ich habe das Set betreten und war jeden Morgen glücklich. Neben Henning Baum ist mit Uli Herbig, Christoph Maria Herbst, Annette Frier und Uwe Ochsenknecht viel deutsche Schauspielprominenz am Start. Nur Jim Knopf, der ist ausgerechnet Engländer. Henning hat die meiste Zeit Deutsch gesprochen und ich auf Englisch. Das war manchmal schwierig, aber nach einiger Zeit war es okay. So, bitte. Der Film dann durch die Synchronisation aber kaum auf. Deshalb könnte es gut sein, dass in diesen Filmen nicht nur Kinder rennen, sondern die Erwachsenen gleich hinterher. Und das war's von uns, zumindest hier im TV, aber bei Facebook, da bleiben wir noch drauf. Ansonsten geht's hier weiter mit Wir bekommen dein Baby. Tschüss. Ui. Hoppala. Ja. So, das war die Sendung. Ich kabel mich noch ganz fix ab. Wo ist eigentlich das Mikro? Wo hast du das hingetan? Genau am... Tschüss! Das hat dich gestört, ja? Ich auch! Ich hatte hier so ein... Kleber. Aua! Ja, du. Voll enthaart hier im Nacken. Für Professionalität muss man mal tun. So, okay, ihr seht, abkabeln macht Spaß. Tschüss, schönen Feierabend. So, ich nehme euch mal ab. Eieiei. Jetzt habe ich wahrscheinlich hier so einen kahlen Fleck im Nacken an meinen Haaren. So, einen wunderschönen guten Abend an alle, die jetzt gerade erst dazugekommen sind. Hier bei unserem Facebook Live Mittwoch. Ich bin die Steffi Brunks, unter anderem Moderatorin bei den RTL 2 News. Und heute sind nicht Kathi Wörndl und auch nicht der Christoph Hoffmann da, aber ich freue mich auch sehr auf eure Fragen. Und ich fange da wieder an, wo ich eben aufgehört habe. Mich hat nämlich Kevin, ich sehe das hier noch, gefragt, was das Verrückteste war, was mir bisher passiert ist. Ich kann jetzt nicht das Verrückteste nennen, weil es mir gerade tatsächlich nicht einfällt, aber mir ist erst gestern wieder was total Beklopptes passiert. Ich hatte morgens einen Arzttermin und hatte meiner Meinung nach das Auto direkt vor der Tür geparkt und stand auch schon und guckte dann so hoch und sah, oh, Ladezone, ob ich hier stehen bleiben kann für eine Stunde. Ja, und dann fuhr jemand auf der anderen Straßenseite so quer drüber, halt noch ein Auto weg. Also habe ich nochmal umgeparkt und ja, bin dann halt zu meinem Arzttermin. Das Problem war nur, als ich aus dem Arzttermin herausgekommen bin, war mein Auto nicht mehr da. Also zumindest in der Parklücke, wo ich zuerst stand und war so, nein, fuck, wo ist mein Auto? Wurde ich jetzt abgeschleppt? Nein! Und war halt wirklich fest davon überzeugt, dass ich da geparkt habe und habe wirklich auch bei der Polizei angerufen, meinte, ja, haben sie mich abgeschleppt, wo steht mein Auto und so weiter. Und sagen sie Nummernschild, ich gebe so durch und die sagen, nee, wir haben ihr Auto nicht abgeschleppt, das ist hier nicht registriert. Jo, ich total wutentbrannt wieder aufgelegt und dann ist mir aufgefallen, ich stehe auf der anderen Straßenseite und habe mein Auto gesehen, dachte mir so, wie blöd, wie verpeilt muss man sein. Ich schiebe es ja auf die Zeitumstellung, weil ich wirklich jedes Mal nach der Zeitumstellung total verballert bin und dann passiert einem halt auch sowas Dummes. Also eigentlich bin ich selten dämlich, aber oh, das war gestern wirklich richtig bekloppt. So, ich schau mal weiter, was habt ihr so geschrieben? Sind jetzt mittlerweile ganz schön viele dazugekommen. Ich freue mich total, dass ihr am Start seid und guck mal, was ihr so geschrieben habt bisher. Tschüss, schönen Feierabend. Daniela fragt, hi Steffi, woher hast du immer deine Kleidung? Wir werden ausgestattet von diversen Marken, die schicken uns ein Paketchen mit Klamotten, unsere Stylistin formt dann daraus Outfits und hängt die uns dann hin. Wir haben dann ein kurzes Fitting und sagen, gefällt uns nicht oder vielleicht passt es nicht. Und ja, dann hängen die Klamotten da und dann kann ich dann tagtäglich selber aussuchen, worauf ich letztendlich Lust habe. Mal was Buntes, mal lieber was Einfarbiges, das ist mal so, mal so. Aber die Klamotten gehen natürlich auch nach der Sendung wieder zurück, also wir dürfen nichts behalten oder so, was ja oft gefragt wird. So, was haben wir denn noch für Fragen hier? Luis fragt, seid ihr unter Kollegen dann auch befreundet, dass ihr außerhalb der Arbeit auch Zeit miteinander verbringt? Das sind wir tatsächlich. Also wir sind hier echt eine total coole Redaktion. Ich fühle mich hier pudelwohl und verbringe sehr gerne Zeit mit meinen Kollegen auch abseits der Arbeit. Tatsächlich auch heute Abend. Ich bin heute Abend noch mit 3 Kolleginnen zum Essen verabredet. Wir gehen Tapas essen. Ich freue mich total drauf. Und das machen wir auch regelmäßig. Also nicht nur jetzt in so kleinen Gruppchen, manchmal auch echt so in der 10er-Gruppe, dass wir nach der Arbeit noch ein Feierabendbierchen trinken oder was essen gehen.
manchmal auch vielleicht einfach nur einen Filmeabend machen. Es macht auf jeden Fall sehr viel Spaß, hier zu arbeiten. Und das ist wirklich toll, weil ich glaube, das hat man nicht in jedem Unternehmen. Entschuldigt, dass ich hier noch mich ein bisschen räusper, aber ihr merkt, ich habe es ja gesagt, noch ein bisschen Husten. Aber was habt ihr hier denn noch geschrieben? Anita Schwarz schreibt, werde Papa im Krankenhaus besuchen an Ostern, er liegt dort leider. Anita, es tut mir sehr leid, ich hoffe, es ist nichts Schlimmes und dein Papa wird bald wieder fit. Also auch gute Genesungswünsche von uns, auf jeden Fall. So. Sophia Bohn schreibt, wo soll denn die Raumstation auf die Erde krachen? Das ist ja genau das Problem. Das kann bisher noch nicht genau berechnet werden. Das kann erst ein paar Stunden vorher genau berechnet werden. Aber wir haben einen genauen Artikel dazu auf rtl2news.de. Da steht dann ein bisschen genauer, wo rein theoretisch die Raumstation landen könnte. Das Gute ist, man kann ausschließen, dass es Deutschland trifft. Wir sind weit davon entfernt von der Laufbahn dieser Raumstation, was schon mal gut ist. So, was habt ihr noch für Fragen? Stefan fragt, was sagst du zu der Niederlage gegen Brasilien gestern? Ja, ich glaube, da haben wir uns alle ein bisschen mehr erhofft. Ich selber habe das Spiel tatsächlich nicht gesehen, weil ich noch unterwegs war und habe nur gesehen, wie es ausgegangen ist. Deswegen kann ich jetzt nicht zum Spielverlauf sagen, aber ich glaube, wir alle haben anders gewettet, oder? Auch wenn wir da mit einer B11 aufgetreten sind. Tja, was soll man dazu sagen, ne? Wenn man es nicht gesehen hat. So, was habt ihr hier denn noch für Fragen? Rausgang, genau. Schickt gerne Fragen. Es muss nichts Alltägliches sein. Ihr könnt mich auch total lustige Sachen fragen oder skurrile Sachen fragen. Ich freue mich auf jeden Fall. Heike fragt, wer berät euch eigentlich in Klamottenfragen? Das ist eine Stylistin. Die kommt hier regelmäßig vorbei und hängt uns ein paar schöne Klamotten auf. Genau. Ann-Kathrin Wagner schreibt, danke für den Ohrwurm. Ja, eine Insel mit zwei Bergen. Ich muss immer so lachen bei solchen Anmoderationen. Das hatte ich auch, glaube ich, schon mal bei Rudolph the Red-Nosed Reindeer. Da will man es eigentlich immer nur sagen und dann fange ich doch an zu singen. Und dann ist es immer so ein kurzer Moment so, nein, ich wollte doch gar nicht singen im Fernsehen. Ich wollte es doch einfach nur sagen. Aber es ist halt einfach ein Ohrwurm. Ja, ich habe ihn auch jetzt in meinem Kopf. So. Ani schreibt, du machst das immer voll gut. Ich gucke dir gerne zu. Vielen, vielen Dank für das Kompliment. Das freut mich natürlich sehr. Mandy fragt generell, wie geht's dir so? Mir geht's gut. Ich bin für heute schon durch mit meiner Woche. Ich habe nämlich seit letzter Woche schon gearbeitet und muss jetzt morgen noch arbeiten, aber halt nicht hier in der Sendung, sondern ich habe einen Planungstag und plane ein paar Drehs, die in den nächsten Wochen so anstehen. Und dann ist ab Freitag bei mir auch schon Ostern angesagt. Also ich kann mich nicht beklagen. Michelle schreibt, ja, die Zeitumstellung ist echt doof, total. Könnte meiner Meinung nach echt abgeschafft werden. Thomas schreibt, euch fehlt eine Wetterfee zum Schluss. Ja, total. Ich finde auch, das könnten wir gebrauchen. Fände ich echt cool. Ich finde ja immer, Wetterfees sind total charmante Frauen. Und na, es sind ja auch viele Herren, die das machen, auch bei RTL. Und bei den öffentlich-rechtlichen. Und ich finde das immer total charmant, wenn einem jemand persönlich erzählt, wie das Wetter morgen wird. Deswegen vermisse ich das bei uns auch so ein bisschen. Ich gebe das mal an den Chef weiter, vielleicht überlegt er sich das ja. Tobias hat nochmal gefragt, was machst du an Ostern? Ich habe das kurz vor der Sendung schon erzählt. Ich fahre dieses Jahr nicht zu meiner Familie. Meine Familie ist nämlich im Urlaub. Die hat sich schön in die Sonne gemogelt, ohne mich. Also meine Eltern, meine Schwester und mein Schwager und meine beiden Neffen. Dementsprechend fahre ich nicht heim, sondern ich fahre nach Hamburg. Da lebt die Familie meines Freundes und die besuchen wir dann. Da freue ich mich total drauf, weil die habe ich jetzt auch länger nicht gesehen. Und ja, freue mich total auf Ostern und auch auf das Osterfeuer mit unseren Freunden. Das wird, glaube ich, ganz, ganz toll. Kevin fragt, wo warst du schon alles Moderatorin? Okay, ich fasse es kurz zusammen. Ich habe angefangen als Webshow-Moderatorin bei rtl.de. Da habe ich nebenbei dann auch noch bei Center TV, das war ein Lokalsender, damals in Köln moderiert. Danach bin ich zu Sport1 gegangen und habe da Bundesliga und internationalen Fußball moderiert und bin dann nach Sport1 hier rüber gekommen und mache jetzt die RTL 2 News. Das war so die Kurzfassung meiner Station. Ja.
Gut, dass mir hier andere auch noch schreiben, dass sie sowas mit dem Auto auch schon mal erlebt haben. Da fühle ich mich nicht ganz so trottelig. Kathleen schreibt, wie oft ziehst du dich um am Tag, beziehungsweise in der Sendung? In der Sendung ziehe ich mich ja gar nicht um. Ich ziehe mich nur einmal um am Tag. Klar, morgens ziehe ich mir meine ganz normalen Klamotten an, in denen ich mich bequem und gemütlich und wohl fühle. Und dann ziehe ich quasi mich kurz vor der Sendung um in meine Klamotte, die ich dann in der Sendung trage. Also dieses hier. Du fragst es wahrscheinlich, weil kurz vor der Sendung immer noch ein kurzer Teaser läuft, wo ich sage, das und mehr gibt es gleich bei uns in RTL 2. Da trage ich meistens die Klamotte vom Vortag, weil das tatsächlich aufgezeichnet ist. Das machen wir nicht live. Weil wir zu dem Zeitpunkt, wo dieser Teaser läuft, hier schon Proben haben und deswegen können wir das nicht live machen. Deswegen ist es aufgezeichnet. Deswegen fragst du dich wahrscheinlich auch, warum ich mich umziehe. Aber das ist dann quasi vom Vortag aufgezeichnet. Das machen wir nur live, wenn wirklich was Krasses passiert ist, wie zum Beispiel Terroranschlag oder krasser Todesfall oder ein Amoklauf irgendwo in der Nähe. Dann machen wir diese Teaser natürlich auch live, weil die müssen dann ja auch thematisch komplett aktuell sein und natürlich auch dem Thema angepasst sein. Michi fragt, kannst du mich mal grüßen? Klar, Michi, ich grüße dich aus Berlin. So, was schreibt ihr denn noch hier? Hallo Steffi, magst du Fußball? Fragt Thomas Saffer. Ja klar mag ich Fußball. Ich habe Sportjournalismus studiert und auch 4 Jahre bei einem Sportsender bei Sport1 gearbeitet und da eben halt auch hauptsächlich im Fußball gearbeitet. Habe da Bundesliga moderiert und internationalen Fußball und dementsprechend natürlich bin ich Fußball begeistert. Von welchem Verein werde ich aber jetzt nicht verraten, von welchem Verein ich Fan bin. Oh, Jörg schreibt was ganz Nettes. Liebe Steffi, ich sehe dich so gerne, am besten 24 Stunden. Liebe Grüße von der Ostsee, das freut mich. Vielen, vielen Dank. Oh, ihr vermisst alle eine Wetterfee. Ich werde das mal anmerken bei unserem Chef. Stefan fragt, wo genau gehst du in Berlin gern feiern? Du, ich gehe, um ehrlich zu sein, gar nicht so viel feiern. Weißt du, früher, da konnte man irgendwie 3 Tage am Stück durchfeiern und alles war super. Jetzt gebe ich gefühlt einmal feiern und bin 3 Wochen lang fertig davon. Also irgendwie macht mein Körper und mein Kopf das nicht mehr so mit und muss ja auch oft am Wochenende arbeiten. Deswegen ist Feiern nicht mehr so oft drin. Aber wenn, gibt es da eigentlich auch keine speziellen Clubs, wo ich jetzt unbedingt hingehe. Kann ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht so richtig sagen. Ich weiß gerade gar nicht, wann ich das letzte Mal im Club überhaupt war hier in Berlin. Aber ich möchte unbedingt mal ins 808, das ist ein neuer Club an der Budapester Straße. Und ich glaube, da möchte ich mal hin, weil da läuft gut. Guter Hip-Hop, habe ich gehört. Aber da war ich noch nicht. Wollte ich mal hingehen, habe ich mir vorgenommen für die nächsten Wochen. So, was sehe ich denn hier noch? Stefan schreibt, du hast eine tolle Gesangsstimme. Das ist, glaube ich, gelogen. Stefan schreibt, ich habe eine tolle Gesangsstimme, weil ich doch eben eine Insel mit 2 Bergen angestimmt habe. Ich glaube, das ist ein Scherz. Ja, ich habe heute Nachmittag gesagt, ich singe es nicht. Und schon ist es mir wieder so rausgeflutscht aus meinem Mund. Naja, so ist das. Aber ich nehme das mal als Kompliment an. Aber ich glaube, du musst mir deine Ohren waschen, weil gut singen kann ich tatsächlich echt nicht. Tobias schreibt, würdest du dir die Sachen auch selber kaufen, die du in der Sendung trägst? Da müsste ich wahrscheinlich sehr, sehr viel Geld ausgeben, weil ich muss dann ja jeden Tag eine andere Klamotte tragen und so viel habe ich gar nicht in meinem Schrank. Wenn das unbedingt nötig wäre, dann müsste ich das ja machen, dann hätte ich, glaube ich, gar keine Wahl. Aber deswegen bin ich froh, dass wir eine Stylistin haben, weil sonst wäre mein Kleiderschrank, der wäre, glaube ich, gefühlt in 2 Wochen einmal abgetragen und dann hätte ich ein Problem. Dann müsste ich wirklich richtig dick shoppen gehen. Und dann müsste ich echt mein ganzes Geld auf den Kopf hauen. Das wäre echt traurig. So. Anni fragt, wie bist du dazu gekommen, als Moderatorin zu arbeiten? Ich habe früher, wie gesagt, Sportjournalismus studiert und bin dann über die Kontakte aus dem Studium und über die Jobs, die man nebenbei so hatte, als studentische Aushilfe oder als Praktikant, ja, letztendlich dann beim Fernsehen gelandet. Und es ist halt so, man macht halt Castings. Das war damals bei der Webshow schon so, die ich moderiert habe. Dafür wurde ich gecastet. Das heißt, ihr sitzt im Studio. Ciao, schönen Feierabend. Und dann wird dann quasi die Studiosituation simuliert. Und dann kann man da zeigen, ob man das kann oder halt nicht. Und
ja, man muss halt für jeden Job, den man halt hier in dem Bereich macht, ein Casting machen. Auch unsere Reporter hatten letztendlich ein Casting und ein Assessment Center, müssen dann da quasi einen Beitrag anfertigen, einen Aufsager machen. Genau, wir Moderatoren müssen dann halt im Studio moderieren. Und ich habe damals bei RTL angefangen, bin da echt glücklicherweise zu einer Zeit gekommen, wo das gerade so groß wurde mit dem Web-TV. Und da hat man jemanden, ein Junges gesucht, der es moderieren kann. Und glücklicherweise hat irgendjemand was in mir gesehen und hat gesagt, komm, wir probieren das mal mit dir. Also wurde ich gecastet und dann wurde ich da hingesetzt. Ja, und so ging das halt letztendlich dann immer weiter. Mal hat dann jemand anders was in dir gesehen, hat gesagt, komm, wir probieren das mal, wir casten dich mal. Und es hat bisher immer ganz gut geklappt. Ich habe bisher immer nur Formate gemacht, die mir wirklich Spaß gemacht haben. In Redaktionen, in denen ich mich zu 100% wohlgefühlt habe. Und das ist natürlich toll. So. Louis schreibt, Steffi, du machst bei Carsten Stahls Anti-Mobbing-Projekt mit. Naja, nicht direkt. Also ich unterstütze eine Kampagne zum Thema Mobbing, also eine Anti-Mobbing-Kampagne, wo wir quasi ja von Mobbing-Fällen berichten und erzählen. Die läuft ab dem 4.4. bei uns auf RTL 2. Dann könnt ihr die Kampagne in den Werbepausen manchmal sehen. Und ich habe mit Carsten Stahl tatsächlich einen Dreh gemacht, weil wir auch hier in RTL 2 News über das Thema Mobbing berichten werden, weil es einfach ein großes Thema ist, was fast jeden irgendwie betrifft. Und ja, ich war dann halt bei einem Camp dabei in Prenzlau, wo er quasi 4- bis 6-Klässlern ja, mit denen Übungen gemacht hat, mit denen über Mobbing gesprochen hat. Und es war schon sehr beeindruckend, wie er da mit den Kindern spricht, wie die Kinder auf ihn reagieren. Und vor allem, wie sie auch selber merken, dass eigentlich jeder von ihnen schon mal gemobbt hat oder gemobbt wurde. Und es war wirklich herzzerreißend, weil die Kinder am Ende, viele von denen weinend da saßen, weil die mit dieser Konfrontation nicht klarkamen. Dass sie eigentlich selber auch alle schon mal gemobbt haben. Weil ein Carsten dann auch einem erklärt, wo fängt Mobbing eigentlich an? Und das wissen die in dem Alter oft noch gar nicht. Und das war sehr, sehr spannend. Aber grundsätzlich bei dem Format Stahlhart gegen Mobbing bin ich jetzt natürlich nicht dabei, aber eben bei der Kampagne. Und wir werden auch hier einen Beitrag zum Thema Mobbing in den RTL 2 News haben. Genau. Jade fragt, bist du fest angestellt? Ja, ich bin hier fest angestellt. Genau. Rico fragt, wie alt bist du, liebe Steffi? Ich bin 29 Jahre alt. Ich sage oft noch 28. Nee, ich bin dieses Jahr 29 geworden. Nächstes Jahr erwartet mich dann die 30. Oje, oje. Jade fragt, was hast du studiert? Ich habe Sportjournalismus studiert an einer privaten Hochschule, an der Makromedia in Köln. Habe da meinen Bachelor gemacht und bin total happy, weil es sehr praxisbezogen war und man einfach unfassbar viel in dem Studium gelernt hat und das auch sehr viel Spaß gemacht hat. Und man konnte tatsächlich nebenbei auch seine ersten Praxiserfahrungen sammeln. Es war halt echt möglich, halt neben dem Studium auch noch zu arbeiten. Und das war halt sehr, sehr gut und würde ich sagen, auch sehr fördernd. So, da ich jetzt gleich Feierabend habe und auch noch vorhabe, mit meinen Kolleginnen essen zu gehen, würde ich sagen, picke ich mir hier jetzt noch 5 Fragen raus, die ich schnell beantworte. Und dann mache ich mich auf den Weg. Stefan schreibt, du bist so sympathisch, man könnte mit dir... man hört dir gerne zu, man könnte mit dir Pferde stehen. Vielen, vielen Dank. So, dann die letzten Fragen. Stefan, ja, was ist dein Ziel, was du in den nächsten 10 Jahren erreichen möchtest, sowohl privat als auch geschäftlich? In den nächsten 10 Jahren, wow. Also in den nächsten 10 Jahren heirate ich hoffentlich irgendwann, werde irgendwann in den nächsten 10 Jahren hoffentlich auch Kinder bekommen. Weil wie gesagt, ich werde ja nächstes Jahr 30. Und beruflich gesehen hoffe ich, dass ich meinen Job noch eine ganze Weile machen kann. Also ich weiß nicht, wie lange ich hier noch bei den RTL 2 News bleibe. Die nächsten 3 Jahre auf jeden Fall, denn so lange gibt mein Vertrag noch. Vielleicht darüber hinaus auch. Oder mich zieht es irgendwo anders hin. Ich hoffe in jedem Fall, dass es beim Thema Nachrichten und der Moderation bleibt. Da würde ich mich doch sehr freuen. So, Renate, seid ihr nur zu viert im Studio? Ja, wir sind tatsächlich immer 2 Kameramänner, ein Tonmann und ich sind im Studio. Aber das Studio ist ja direkt in der Redaktion, das heißt, ich zeige euch das mal. Alle anderen, da ist das Studio und da ist die Redaktion, das heißt, also da sitzen jetzt gerade keine, weil hinten eine Besprechung ist, aber die sitzen dann da ja noch alle. So, das heißt, die Redaktion ist quasi gefühlt direkt neben dem Studio. So, die letzten 3 Fragen.
Welchen Schulabschluss hast du, wenn ich fragen darf? Frag Marc. Ich habe Abitur gemacht 2008. Ich habe dieses Jahr 10-jähriges Abi-Treffen. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Wahnsinn. Ich bin gespannt, was mich bei dem 10-jährigen Abi-Treffen erwartet. Freue mich tierisch drauf, meine Schulfreundinnen mal wieder zu sehen. Ja, habe halt Abitur gemacht. So sieht's aus. Die letzten zwei Fragen. Natascha, ist dir schon mal eine Panne während den News passiert? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, in den News ist mir tatsächlich noch nie eine richtige Panne passiert. Mir ist einmal wirklich 10 Sekunden, bevor die Sendung begonnen hat, ein Wasserglas runtergefallen. Da hatte man echt Mühe, das noch irgendwie wegzukarren. Das heißt, man musste echt irgendwie die Bildeinstellung ändern, damit man das Glas auf dem Boden nicht sieht. Aber das war jetzt keine richtige Panne. Während der Sendung, glaube ich, nee. Ist mir Gott sei Dank noch nichts passiert. Ich hoffe, das bleibt auch so. Weil in einer Nachrichtensendung ist es wirklich schlimm, weil du kannst dich da nicht mehr rausreden, wie jetzt in einer Talksendung oder in einem Magazin oder so. Ja, aber ich hatte schon mal während einer Webshow, die ich damals moderiert habe, und auch während einer Sportsendung, ich moderiere einen totalen Lachflash. Und das ist halt echt mies vor der Kamera, wenn man sich wirklich nicht einbekommt. Weil für einen Zuschauer, ich weiß gar nicht, ob es für einen Zuschauer in dem Augenblick so lustig ist, wenn ein Moderator einen Lachflash hat. Aber da habe ich bestimmt so, also ich habe sehr lange gelacht. Vor allem habe ich mich immer wieder einbekommen und musste immer, wenn ich wieder reden musste, habe ich wieder angefangen zu lachen. Und das ist schon echt mies für einen selber, weil man so denkt, Mann, jetzt krieg ich mal wieder ein. Aber für den Zuschauer vielleicht auch, vor allem wenn er den Witz nicht mitbekommen hat. So, und jetzt picke ich mir die letzte Frage für den heutigen Abend. Die kommt... Ah, Niklas sagt gerade, genau, du hast mal einen falschen Tag gesagt. Stimmt, das war meine Panne bei den RTL 2 News. Ich habe einmal gesagt, hallo, willkommen bei uns am Dienstag. Hab dann aber... Nee, wie war das? Moment. Es war eine richtige Pannensendung, weil ich habe vorne gesagt, hallo, hier sind die News am Dienstag. Es war aber Mittwoch und ganz zum Schluss habe ich auch noch eine Sendung anmoderiert, die bei uns erst donnerstags läuft. Also es war komplett verquer. Es war halt wieder so eine... Verpeilo-Steffi-Geschichte, aber ihr habt mir das ja hoffentlich alle verziehen, ne? So, jetzt aber die letzte... Witzig, das ist von euch sogar einigen aufgefallen, das mit dem Tag. So, die letzte Frage, einmal von Kathleen. Wie lange geht dein Tag? Immer mein Tag hier auf der Arbeit beginnt um 11.30 Uhr. Um 11.30 Uhr kommen die Moderatoren, die CVDs und die Redakteure. Dann bereiten wir die Konferenz vor. Und der Tag endet dann jetzt genau um 20.30 Uhr. Und dementsprechend würde ich jetzt sagen, ist mein Tag vorbei. Ich gehe jetzt schön essen mit meinen Kolleginnen. Hoffe, euch hat es halt wieder Spaß gemacht und ich habe eure Fragen so gut es geht beantwortet. Ich freue mich natürlich, wenn ihr nächste Woche Mittwoch wieder dabei seid. Auch dann bin ich wieder am Start. An Ostern ist hier dann Christoph Hoffmann für euch da. Morgen meldet sich bei den News die Kathi Wörndl. Und ab nächster Woche Dienstag bin ich dann ganze 7 Tage für euch da, also auch wieder hier bei Facebook Live. Ich freue mich total. Vielen, vielen Dank für die tollen Fragen und die tollen Komplimente. Schönen Abend euch. Macht's euch gemütlich und bis demnächst. Tschüss. Schöne Ostern.